Gebürtiger Erdinger und damit einer der wenigen richtigen, echten Bayern im Team der Löwen ist Stefan Lex, der auch neu zugekommen ist in dieser Saison. Und jetzt die wievielte Lederhosen eigentlich hat? Privat habe ich zwei, also gar nicht so viele. Aber ja, ist natürlich schön. Jetzt auch mit dem Löwen drauf, gefällt mir gut. Es ist eine spezielle Edition, die können die Fans nämlich auch genauso kaufen. Das ist neu bei den Löwen, das gibt es noch gar nicht so lang. Wie fühlt es sich an so? Du hast ja nur Lederhosen-Erfahrung. Ja, sehr gut. Wie gesagt, ich habe auch bei der Größenauswahl schon relativ gut gewusst, was ich brauche, nachdem ich erst kürzlich mir selber auch nochmal neu ausgestattet habe. Von daher sitzt gut und schaut auch gut aus, so soll es sein. War eine gewisse Vorspannung da? Viele Spieler werden ja vielleicht gefragt haben, gerade dich als gebürtigen Bayern, was so auch damit auf sich hat mit Lederhosen, Haferlschuh, was dazugehört, warum das sein muss. Nein, ich glaube, das wissen die Jungs, dass das zum Oktoberfest einfach auch dazugehört, dass man das sich entsprechend dann kleidet. Ich denke, für viele ist es zwar die erste Lederhose, aber jetzt so bei der Anprobe habe ich keinen gesehen, dem es nicht gefällt. Nein. Was erwartest du denn? Ihr steht ja momentan super da, vierter Tabellenplatz und werdet zur Wiesenzeit aber vier Spiele bestreiten. Also so eine knackige Zeit, eine harte Zeit für euch. Wird sich schön abwechseln können? Spielen, feiern? Ja, ich glaube, viel feiern werden wir nicht können, durch das, dass englische Woche ist. Also, wie du gesagt hast. Ich glaube, es ist ja schön, dass wir nicht so weit rumfahren müssen in der Zeit, also auch für die Fans, glaube ich, dass wir zwei Heimspiele haben und das in Haching dazwischen. Von daher, glaube ich, ist eine gute Zeit und vor allem eine gute Zeit, wo wir punkten können. In vier Spielen können wir uns natürlich wieder unser Punktepolster ein bisschen aufbessern. Ja. Die Frage, die wir jetzt hier heute rumgeben, ist natürlich, gibt es einen internen Wettbewerb, einen Wettbewerb unter den Spielern, wer der Bestangezogene nachher in der Tracht ist, wer am schneidigsten daherkommt? Nein, da haben wir noch nichts ausgemacht, aber ich denke, Adi mit seinem Hut hat schon einen kleinen Vorsprung gegenüber uns. Stefan, vielen Dank, schöne Zeit. Danke.